Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier mitten in der Wildnis und versuchen den Typen hier, diesen Geron, zu finden. Einfach mal in die Richtung dort. Ich hoffe sehr, dass wir dabei nicht sterben werden. Ja, doch, doch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir verrecken, weil dann schon mal ein kleiner Beißer keinen tut. So, jetzt bringen wir mal ein Stück hoch, bis wir Energie haben. Und dann geht's schon weiter. Schau, Mistviech. So, geht ja. Immerhin mit den Jungtieren kann man schon gut zwingen. Was haben wir da? Mhm. Elixit, Setzerbrot, noch mehr Elixit, das nehmen wir alles mit. Ist ja wohl klar. Haben wir hier noch was Gescheites? Einen Hammer. Eine Bank zum Sitzen, ja. Ein finsteres Loch. Es wird langsam hell. Hey, da ist hier jemand. Oh je. Also er hat uns noch nicht angegriffen. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Du bist Kral. Der Elixdieb, nehme ich an. Kaldrim schickt mich. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Es ist nicht persönlich. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Dann gibst du zu, dass du Elix geklaut zu haben? Das Untere, dann gibst du zu, dass Elix geklaut zu haben. Ich dachte, das wäre klar. Wieso bist du denn sonst hier? Warum hast du das Elix gestohlen? Ja, warum? Warum hast du das Elix gestohlen? Es interessiert dich das. Am besten du verschwindest wieder und kommst nie wieder zurück. Ich will es wissen, ich werde dich auch nicht verraten. Ich will es wissen und ich werde dich auch nicht verraten. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Kannst du nicht. Ich könnte Kaldrim belügen. Du kannst mir vertrauen. Das Mittlere? Ich könnte Kaldrim belügen. Tatsächlich? Ich gehe davon aus, dass du gute Gründe für dein Verhalten hast. Nutze deine Chance, aus der Sache rauszukommen, oder lass es bleiben. Okay. Ich werde es dir erklären. Aber denk dran. Solltest du irgendetwas versuchen, werde ich deinen Schädel einschlagen. Das weiß ich. Klar. Gut. Was genau interessiert dich daran? Wofür brauchst du es? Wieso versteckst du dich? Wofür brauchst du das Elix? Wofür brauchst du das Elix? Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hast du schon mit dem verwirrten Häscher gesprochen, der hier rumläuft? Nein. Dieses Ding ist mein Bruder Grima. Er wurde vor einiger Zeit von den Alps zu einem Konverter verschleppt. Doch er muss irgendwie entwischt sein und hat sich versteckt. Offenbar hat er sich im Konverter eine ganze Weile ausschließlich von Elix ernährt. Und als ich ihn endlich befreien konnte, war er mutiert zu... Naja, das Ergebnis kann man ja sehen. Oh, Scheiße. Jetzt leidet er furchtbare Schmerzen. Aber solange er Elix bekommt, geht es ihm etwas besser. Wir sollten sein Leiden beenden. Du fütterst deinen Bruder mit Elix? Gib mir das Elix. Ich kaufe dir das Elix ab. Ich kaufe dir das Elix ab. Ist das dein Ernst? Damit kann ich dreimal so viel auf dem Schwarzmarkt bei den Outlaws in der Wüste Tavar kaufen. Hier hast du es. Ich werde bald aufbrechen und Grima neues Elix kaufen. Ich bin froh, dass wir eine friedliche Lösung finden konnten. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich werde alles versuchen, meinen Bruder von dieser Krankheit zu heilen. Oh, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ist jetzt die Mission fehlgeschlagen? Warte mal. Kann man das sehen? Wenn was fehlgeschlagen ist?
Nein. Keine Ahnung. Habe ich jetzt was verkehrt gemacht? Hallo. Boah, der schaut aus. Na, gute Nacht. Puh. Puh. Ich muss Sachen mitnehmen. Braucht das wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was falsch gemacht habe. Aber wir brauchen doch dieses Alex-Paket, oder? Für die andere Quest, oder? Oder? Na, großartig ist das echt. Nehmen wir halt mal mit, was wir kriegen können. Ich muss mich jetzt wieder um meinen Bruder kümmern. Ich glaube, ich habe einen Schmarrn gemacht. Das ist ein Bett. Da regnet's. Bett, Regen. Irgendwie unlogisch. Den Heiltrank nehmen wir auch gern mit. Da ist noch eine Fackel und noch eine. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Aha. Nehmen wir auch mit Antitoxin. Oh oh, da ist Gift, oder? Das ist nicht gesund. Oder? Was ist da komisch? Das ist unheimlich. Das mit der Tür. Oh. Ja, da unten ist ganz, ganz grobes Gift. Müssen wir uns merken. Wir können aber diese Droge nehmen, oder? Dann sind wir immun gegen Gift, oder? Ah, das bringen wir uns selber bei und dann schauen wir uns das an. Glaube ich. La 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 la. Grummel, grummel. Aber ehrlich gesagt, gegen den Kerl hätten wir nie gewinnen können. Niemals. Never ever. Keine Chance. Der hätte uns verjausnet. Kannst dir sicher sein. Ist hier noch was? Na, schaut nur aus, als wenn da was liegen würde. Verstehst, da rennt man einfach mal planlos irgendwo hin. Gibt's hier noch irgendwas? Na. Oder doch? Schaut nicht so aus. Kommt man irgendwo hin, wo man gar nicht hin wollte? Verstehst? So, wo ist jetzt unser Kumpel? Aha, darüber, also ein Stück. Darüber. So. Na toll. Ein Dino. Und wir haben nichts mehr. Ah, ist er nicht dasselbe von vorhin? Ich weiß es gar nicht. Na schön. Irgendwas knurrt da und das ist nicht gesund. Aha, da vorne ist wieder ein Hund. Ach ja, ich glaube, wir speichern wieder. Ich hoffe wirklich, dass ich einigermaßen die Sachen hier richtig angehe. Für mich ist es ja blind. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Hälfte, die ich mache, sowieso falsch. Naja. Ich brauche mal ein Fleisch. So, Hundi. Alter. Das war wieder mal ganz schlau von mir. Wegfliegen. Wegfliegen. Er wird mich anspucken. So ist das auch. Alter. Wow. Das kann ich vergessen. Ah, scheißen Dreck. Echt.
Ich brauche dringend bessere Ausrüstung. Vor allem endlich mal eine geilere Waffe. Das ist ja übel. Es ist halt schon von Vorteil, wenn man Pfeil und Bogen hat. Bogen haben wir, ja, aber Pfeile keine mehr. Ah ja. Ja, das Viech hat natürlich mitbekommen. So, fliegen wir halt mal ein Stückchen hoch. Da liegt irgendwas. Tagebuch eines Überlebenden. 2. Aha. Alter, ich denke, der ist jetzt hier oben. So. So, was haben wir denn da? War das nicht hier dabei? Doch hier. Tagebuch eines Überlebenden. Ein Tagebuch von jemandem, der anscheinend den Mentor überlebt hat. An die Nachwelt. Es müssen circa 2 Monate her sein, dass der Meteorit eingeschlagen ist. Das Leben ist hart. Aber wir schlagen uns durch. Ich gehe jagen und Jane versucht, das Haus am Auseinanderfallen zu hindern. Ich schreibe heute mal wieder hier rein, weil ich nicht sicher bin, ob wir diese Nacht überleben. Ich habe Angst. Momentan sitzen wir auf unserem Dach. Man hört merkwürdige Geräusche von überall her, das des Nachts schreie. Wir wollen kein Risiko eingehen. Fuck, es regnet und wir liegen auf dem Dach. Mike ist gerade runtergegangen und versucht ein paar Sachen zu holen, damit wir hier oben nicht komplett erfrieren. Ja, da scheint er nicht mehr wiederkommen zu sein. Da haben sie sich halt eingepennt, eingenistet, ne? Das hilft halt nur bedingt, ne? Dieses Hundsviech. Dieses Elendige. So, ich muss mich beeilen. Ich nehme mir schnell alles mit, was ich kriegen kann. Was war hier? Flugblatt. Altes Flugblatt Nummer 4. Verschlossen. Was? Keine Ahnung. Das war nichts. Au! Ich verstehe. Ich verstehe. Moment. Ich trottel. Wo war jetzt? Tagebuch. 5820. 5820. Geht doch. Ja, sehr gut. Unbrauchbare Verbandstasche, Geldbündel, Spielzeugauto und Bolzen. Wir nehmen natürlich alles mit. Super. War dein versteckter Zahlencode für den Safe. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir den gefunden. So, ich bringe mich kurz in Sicherheit. Wir müssen. Wo müssen wir hin? Okay, die Richtung. Oh Mann, überall sind diese dämlichen Köter, die ich jetzt alle auslassen muss, weil ich nichts drauf habe. Da haben wir Alex. Reines Alex sogar. Hm. Schwefelbrocken. Magische Heilpflanze, genau. Mächtige Heilpflanze. So. Alter! Hat mich das Saufischwert erwischt. Schnell was trinken. Oh nein, was bist du? Oh, ein Netter. Ah, das ist er. Okay. Der will mir helfen. Du stürzt dich nicht ins Unglück. Bitte? Aha. Ich stelle mich mal kurz hier rauf. Und... Zack! Halt! Nicht ihn angreifen.
super. Au, was hat er denn jetzt angegriffen? Ach, komm. Da will man sich die Punkte schnappen für dieses dämliche Mistviech und dann greift man aus Versehen den Kerl dann. Weißt, das ist halt wirklich schier. Echt. Na, jetzt bin ich wieder da. Oh no. Ich habe vergessen zu speichern, ich Hohlkopf. Dann halt nochmal. Hammer. Au! Ach Mann, das macht keinen Spaß. Wirklich nicht. 5821 war's, ne? Aber ich muss es trotzdem nochmal kurz anschauen. Mann, ey, wie gemein. Oh. So. Schließen. 5821, genau. Boah, ey, Schweinerei. Ist jetzt endlich Ruhe hier? Wieso kommt da jetzt ein Dinosaurier? Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte eigentlich hier rein. Da war ich gar nicht drin vorher. Vorhin. Raus. Oh, ein Goldbrocken. Gut, dass ich nochmal gestorben bin. So, den Tresor. 5, 8, 2, 0. Und geht so. Doch. Wir nehmen alles mit. Tagebuch eines Überlebenden. Oh, fuck. Das habe ich auch alles übersehen gehabt. Das war jetzt in dem Fall sogar richtig gut, dass wir nochmal gestorben sind. Wenn wir das gleich anschauen, oder? Tagebuch eines Tagebuch eines Überlebenden, Teil 1. Ein Tagebuch von jemandem, der anscheinend den Mentor überlebt. Meteor, ich sage immer Mentor. Den Meteor überlebt hat. Entschuldigung. An die Nachwelt. Ich schreibe diese Zeilen, damit die Nachwelt erfährt, was hier passiert ist. Ich weigere mich zu glauben, dass wir diesen Einschlag überlebt haben, nur um danach an der Nahrungsknappheit zu sterben. Ich und meine Frau Jane werden dieses Tagebuch, ich weiß, es heißt Jane, ich sage aber Jane, werde dieses Tagebuch schreiben, um unseren Kindern einmal erzählen zu können, wie das damals war mit dem Meteoriten. Erster Tag nach dem Einschlag. Das Schreien wird langsam weniger. Überall sind Menschen verschüttet. Wir helfen so gut wir können, aber für viele ist es bereits zu spät. Erste Nacht nach dem Einschlag. Weder ich noch Mike konnten schlafen. Die Erde bebt, fast ohne Pause, und schwarze Wolken verdunkeln den Sternenhimmel. Es stinkt. Der nasse Waschlappen über dem Mund hilft nicht unbedingt beim Schlafen. Ipfui. Zweiter Tag nach dem Einschlag. Ich bin hundemüde. Aber jetzt ist nicht die Zeit zum Schlafen. Wir werden zur Tankstelle gehen und sehen, ob wir dort noch Vorräte finden. Die Tankstelle war fast komplett ausgeräumt. Ein paar Dosen waren das Einzige, was wir mitnehmen konnten, bevor wir Schüsse hörten und abgehauen sind. Ich denke, wir brauchen eine Waffe. Zweite Nacht nach dem Einschlag. Die Beben hören nicht auf. Im Moment sitze ich draußen vor unserem Haus und muss mit ansehen, wie es immer weiter absinkt. Alles, an das ich denken kann, ist, dass wir es noch nicht einmal bezahlt haben. Wie absurd. Die Bank gibt es bestimmt sowieso nicht mehr. Na, ganz sicher nicht. Dritter Tag nach dem Einschlag. Wir versuchen zu retten, was zu retten ist. Wir haben beschlossen, dass wir versuchen wollen, vorerst hier zu bleiben. Die einzige andere Option wäre das Hotel gewesen. Aber von dort hört man wieder, also immer wieder mal Schüsse. Wir halten uns lieber davon fern. Achter Tag. Wir haben heute einen Brief von der Bank bekommen. Aber nicht der Ernst. Ist das dein Ernst? Ein Meteorit macht den Planeten platt und sie schicken uns eine Mahnung. Die können mich mal am Arsch lecken. Wahrscheinlich ist das so ein automatisches Programm gewesen, ne? Wo du einfach Zahlungen, die offen sind, wo dann automatisch eine Mahnung ausgeschickt wird. Ne? Des Weiteren, wir haben eine Pistole gefunden, haben gejagt, hatten Erfolg. Die nächsten Tage gibt es Fleisch. Ich bin nicht stolz darauf, das Fleisch schmeckt süßlich. Aha, sehr gut. Lecker. 12. Tag, das Fleisch wird knapp. Ich werde wohl wieder jagen müssen. Allein bei dem Gedanken wird mir schon schlecht. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Na toll.
Altes Flugblatt, möchtest du wissen, welche Förderung für dein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitscenter. Infinite Skies. Für eine bessere Zukunft. Ich bin schlecht in Englisch. Oh ja, das war ich immer und werde ich immer bleiben. Das ist nicht meins. Da bin ich besser mit Rechnen. So. Okay, ich bringe mal kurz in Sicherheit. Und jetzt werde ich sperren, weil der Part zu Ende ist. So. Fürchterlich. Echt, der Fail hätte nicht sein müssen. Aber so haben wir wenigstens noch ein paar Sachen rausbekommen. Puh. Na gut, ihr Lieben. Im nächsten Part hoffe ich, dass wir den Kerl finden. Also, wir haben ihn ja schon gefunden gehabt. Einfach darüber, beim Wasser, darüber, da drüben wohnt er schon. Und werden mit dem quatschen. Bis dahin, meine Lieben, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!